die Trainer ein bisschen länger beansprucht. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer ein Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen. Wir wollen wie immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Thomas Silberberger. Bitte Thomas, kurz zum Spiel. Ja, wie ich jetzt aus dem Matchbericht schon herauslesen kann, ein hochintensives Spiel. Das 2-0 hat uns natürlich toll in die Karten gespielt nach 4 Minuten, aber man hat es schon oft gesehen, dass die Partie kippen kann. Ich glaube, erste Halbzeit waren wir die Austria ein bisschen überrascht, waren sehr dominant, haben das Spiel absolut im Griff gehabt. Und dann nach der Pause haben wir gewusst, dass die Austria stark kommen wird. Fakt ist, der Dedic muss in der 46. 3-0 machen, das war ein Megasitzer. Und dann ja, nimmt halt das Spiel seinen Verlauf, was wir schon x-mal gesehen haben. Die Austria schafft den Anschlusstreffer. Plötzlich haben sie Oberwasser mit 3-1, wo wir einen tollen Konter von, haben wir wieder sichere Sieger ausgeschaut, haben aber das Spiel dann grob fahrlässig wieder scharf gemacht und zum Schluss kann es 4-2 für uns ausgehen, aber auch 3-3, so ehrlich müssen wir sein. Aber in Summe sind wir jetzt sehr glücklich, dass wir da gewonnen haben. Danke, Thomas. Christian, ich darf auch dich bitten, dein erstes Statement zum Spiel. Bitte. Ja, war ein Katastrophenstart für uns. Liegen nach 4 Minuten 2-0 hinten. War, ja, haben uns so viel vorgenommen, mit so viel Vorsätzen in diese Partie gegangen. Und dann haben wir gefühlte Ewigkeit gebraucht, bis wir uns von diesem Anfangsschock erholt haben. Überhaupt nicht ins Spiel kommen. Und denke, dann zweite Halbzeit hat man schon Aufbäumen gespürt, aber es war in Summe dann auch zu wenig, um dieses Spiel da noch zu drehen. Und am Ende muss ich dann wieder dem FSG Tirol gratulieren zu einem Erfolg gegen die Austria Wien. Danke, meine Herren. Fragen bitte. Philipp kommt mit dem Mikro, wenn es Fragen gibt. Kollege von der APA. Bitte, Thomas. Christian Ilzer, wie kann man sich eben so einen Start erklären in diese ersten 5 Minuten? Ja, wir haben ja aus den ersten beiden Partien gemerkt, dass man auf diese langen Bälle sehr, sehr aggressiv mit viel Energie hinattackieren müssen und dann auch diese Räume, wo dann die zweiten Bälle hingehen, gut besetzen müssen, gut nachbesetzen müssen, dort handlungsschnell frisch sein im Kopf und aus diesen engen Räumen die Bälle wegbringen. Und da war am Anfang ein langer Ball, wo wir einfach sehr, sehr passiv wieder waren und dadurch kommt dann dieser Corner zustande. Im zweiten Tor war es dann fast ein Ebenbild, nur halt dann durch eine Flanke. Und ja, gefühlt noch nicht einmal im Spiel, 2-0 hinten und dann nimmt halt so ein Spiel einen völlig anderen Verlauf, wie es wahrscheinlich nehmen hätte können, wenn wir stabil vom Beginn weg gewesen wären. Peter Klöbel, Kronenzeitung. Chris, 6 Punkte Rückstand auf den 6., 5 auf den letzten Platz. Muss man da ein bisschen die Ziele oder die revidieren alles im Moment? Ja, ich denke, wir haben noch 10 Runden zu spielen jetzt im Grunddurchgang, aber jetzt in unserer Situation brauchen wir gar nicht auf die Tabelle schauen. Wir haben uns einzig und allein darum zu kümmern, dass wir andere Leistungen zeigen, vor allem, dass wir hinten stabil werden. Wir haben jetzt 4 Tore geschossen in den letzten beiden Spielen und haben aber nur einen Punkt draus geholt. Wenn man die Siege, Heimsiege gegen Altach und Sturm, die sicher keine spielerischen Glanzlichter waren, aber wir waren stabil, haben wenig zugelassen und das war die Basis eben für diese zwei Heimerfolge. Und ich denke, Stabilität hinten zu haben heute, wobei ich sage immer, wenn ich von Stabilität hinten, das betrifft immer die ganze Mannschaft, die da mitarbeiten muss, dann wäre das heute durchaus ein Gegner gewesen, den man zu Hause ja, sogar schlagen muss nicht, aus Austria Wien. Stefan Euler, Önius. Auch eine Frage an den Trainer. Wir sind gestern da gesessen und Sie haben dann zu mir gesagt, Angst ist ein schlechter Berater oder ist ganz schlecht, wenn man spielt. Weil man hat dann nach dem ersten Tor das Gefühl gehabt, die Wiener Austria steht wie die Schlange vor dem Hase vor dem Schlangen und bringt die einfachsten Sachen nicht zusammen. Wie erklären Sie das? Ja, heute ist für mich sehr leicht zu erklären, wenn man 2-0 hinten ist und unsere Geschichte in der Saison bis jetzt kennt, dann ist es vielleicht auch verständlich, dass bei einem oder anderen oder sogar bei vielen Spielern richtig viel Verunsicherung, vielleicht sogar Angst mit dabei war. Wir haben uns nur sehr, sehr langsam davon erfangen, sind nur sehr, sehr langsam in unser Spiel gekommen. Es ist halt ein Faktor, der uns die gesamte Saison begleitet. Von Beginn weg sind wir einfach in dieser Negativspirale drinnen, werden gefühlt einfach Woche für Woche mit Negativschlagzeilen überhäuft. Aber das haben wir uns einfach selbst zuzuschreiben. Und wir müssen als Spitzensportler, als professionelle Sportler einfach mit dieser Tatsache umgehen können.
mit diesem negativen Schirm, der über uns wirkt oder um uns aufgebaut wird, den müssen wir einfach beiseite schieben. Und da sind wir einfach, wir Trainer, jetzt enorm gefordert, dass wir das hinkriegen. Eine Frage noch. Zur Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit haben viele geglaubt, sie würden vielleicht zur Pause einen Wechsel vornehmen. Warum haben sie eigentlich so lange dann gewartet mit den ersten Wechseln? Ja, weil ich der Mannschaft nochmal ganz klare Ansage zur Pause gegeben habe und einfach von diesen 11 Spielern, die das Spiel begonnen haben, eine klare Reaktion sein wollte. Und bis auf die Großchance vom Dedic gleich nach Wiederbeginn, habe ich diese Reaktion, habe ich dieses Aufbäumen gesehen. Wir waren nach dem 2:1 am 2:2 dran, da hat man das Publikum gespürt, da brauchen wir mal dieses Momentum, dass man in so einer Phase das 2:2 macht, dann kann man so eine Partie drehen. Aber wir kriegen einfach das Momentum nicht. Es wären genügend Chancen dann da gewesen, ob das jetzt Freistöße sind, ob das die Chance zum Schluss von Edom Wonsch ist. Aber wir schaffen es einfach nicht, positives Momentum auf unserer Seite zu bringen. Das ist natürlich ein Faktum, was mich natürlich als Trainer schon extrem zum Nachdenken bringt. Aber was natürlich auch Dinge, das sind Dinge, die lösbar sind. Gut, vor allem Thomas Silberberger noch Fragen? Bitte. Ja, dann machen wir gleich einen Ihr habt jetzt dreimal in der Saison gegen die Austria gewonnen. Sicher eine super Geschichte für euch. Gibt es da schon einen Grund, warum es gerade gegen die Austria so gut läuft? Nein, definitiv nicht. Es war für uns dreimal ein spezielles Spiel. Wenn ich hernehme, erste Runde die Wiener Austria, ist mit großen Ambitionen zu uns aus Tivoli gekommen, haben wir es geschlagen, dann das Cup. Die Austria war auf Wiedergutmachung aus, hat irgendwo den Tiefpunkt erreicht, war der ideale Gegner für uns. Und heute haben wir auch gewusst, die Austria will natürlich, muss sie erst finden. Jetzt haben sie umgestellt auf Fünferketten, geht zurück in die Basics, damit man einfach ja, wenig Gegentore kriegt. Und wir haben schon unsere Chancen gesehen. Aber jetzt das Oberbrechen auf Lieblingsgegner Wiener Austria, das würde ich nicht. Vielleicht sind es unsere Dressen, unsere wunderschönen Gelb, Blau, Weiß wie die Brasilianer. In denen sind wir noch unschlagen. Vielleicht sollte man mit denen weiterhin spielen. Aber Lieblingsgegner würde ich nicht sagen. Für uns ist es was Historisches, glaube ich. Weil, und ich glaube, in einem Medium gelesen, dass wir das letzte Mal da 1971 gewonnen haben. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und das tut uns einfach gut. Wir wissen unsere Rolle einzuschätzen und es ist für uns sicher wieder ein Stück weit der Auszeichnung, dass wir da gewonnen haben. Und wie wichtig war der Sieg jetzt nach der sieglosen Serie immer wieder, dass man wieder mal 3 Punkte anschaut? Ja, wichtig, wenn man sieht, wie eng die Bundesliga ist, ist sogar jetzt sowas wird wieder auf uns zukommen, dass wir mal eine Durststrecke erleiden werden. Wir sind prolongierte Abstiegskandidat Nummer 1 und wir machen unsere Sache bis dato sehr, sehr gut und wir werden unsere Rolle in der Bundesliga finden und ich hoffe, wir werden noch oft bei der Wiener Austria da spielen. Ihr seid jetzt mit der Austria-Punkte gleich. Darf man eigentlich nach oben auch noch schauen oder wäre das zu vermessen, dass man sagt, man mit dem Nein, die Tabelle spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Nach oben schauen wir keine Sekunde, also das wäre vermessen. Da bin ich bei dir. Wir wollen unsere Rolle, unsere Position in der Bundesliga finden. Und wenn wir am Ende des Jahres da stehen, wo wir jetzt stehen, haben wir alles richtig gemacht in Tirol. Christian noch? Bitte. Ja, also jetzt 1:1, also gegen St. Pölten 2 Punkte liegen lassen, heute 3 Punkte liegen lassen. Jetzt geht es auswärts gegen den LASK, gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner, sage ich jetzt einmal. Was macht die Hoffnung, dass man da dann vielleicht gerade da ein besseres Gesicht sein kann und was mitnehmen kann? Ja, wir müssen mal grundsätzlich einfach, egal an welchen Gegner wir dann auch haben, so herangehen, dass wir uns zutrauen, dort was mitzunehmen. Und genauso müssen wir jetzt das Spiel gegen den LASK angehen. Die spielen jetzt wieder im Cup unter der Woche. Wir müssen unsere Möglichkeiten sehen, aber müssen wir einfach viele Dinge anders machen, wie wir es heute gemacht haben. Und es gilt einfach, die Basics zu bringen und jetzt einfach anfangen, einfach stabil zu verteidigen und nicht so einfache Gegentore zu bekommen, wie wir es jetzt in den letzten beiden Partien gekriegt haben. Glaubst du, dass jetzt intern wieder noch ein bisschen mehr Unruhe reinkommen wird, jetzt was deine Position betrifft? Ja, das ist ja ist ganz normal. Das ist, wenn man ja, in St. Pölten einen Punkt halt jetzt gegen Wattens zu Hause verliert. Der Verlauf der ganzen Saison im Rückspiel, da ist ganz normal, dass da Unruhe aufkommt. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind jetzt einfach gefragt, dass wir das wegbringen von uns. Dass wir einfach die Spieler nur in Normalform bringen und einfach gewisse Mechanismen einfach in die Mannschaft bringen, stabilen Auftritt, wo jeder die Basics bringt, wo wir einfach dann Step by Step aus dieser Negativspirale rauskommen und dann auch wieder Schritt für Schritt viel mehr Selbstvertrauen kriegen.
Und kannst das du irgendwie auch erklären, dass man jetzt eben dreimal gegen denselben Gegner verloren hat in einer Saison gegen einen Aufsteiger? Hat man das vielleicht ein bisschen im Kopf drinnen gehabt, dieses Cup-Spiel noch, wo man gewusst hat, eben, man hat da sehr schlecht ausgeschaut gegen die Partner? Ja, wir haben es dreimal in allen drei Partien auf unterschiedlichste Wege probiert. Problem haben wir einfach gehabt, immer, dass wir diese Wucht von Tirol nicht auffangen haben können, dass wir da einfach wenig zum dagegen halten haben gehabt. Man hat halt auch die Anfangsphase sieht, war ja die Anfangsphase in Wattens im Cup-Spiel auch sehr, sehr ähnlich. Und das kriegen wir einfach nicht auf die Reihe. Und das war ausschlaggebender Grund, dass wir in den Rückstand geraten sind. Dann hat sich das Spiel einfach zu einem völlig anderen entwickelt. Und ja, zweite Halbzeit haben wir dann schon gesehen, was möglich gewesen wäre. Aber ja, mit so einem Katastrophenstart war dann einfach für uns kein Sieg heute drinnen. Gut, ich denke, alles beantwortet. Dann sage ich Dankeschön, wünsche Ihnen einen schönen Abend, schönen Sonntag und warten Sie eine gute Heimreise natürlich. Danke.